Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir werden heute Rumpsteak braten. Dafür haben wir hier folgende Sachen. Wir haben hier natürlich Rumpsteak, Thymian, bisschen Rotwein, Steakpfeffer, kann man nehmen, muss man aber nicht. Salz, Pfeffer auf jeden Fall, Boostersoße und ein bisschen Zucker. Als erstes bereiten wir unser Fleisch vor. Und zwar tupfen wir das ein bisschen ab, damit das in der Pfanne gleich nicht so doll spritzt. Und dann schneiden wir hier oben die Schwarte ein bisschen ein. Die Schwarte lassen wir dran. Das hat den Vorteil, dass das Fleisch noch saftig bleibt. Einfach einschneiden. So, viele fragen sich, wann das Fleisch gewürzt werden soll, ob in der Pfanne erst oder auch schon vorher. Ich habe hier jetzt Steakpfeffer, und zwar relativ hochwertiges. Das hat den Vorteil, dass der Deckel wegfliegt. Das hat auf jeden Fall den Vorteil, dass das Salz ummantelt ist und deswegen dann dem Fleisch schon mal keine Flüssigkeit entzieht. Darum kann ich das jetzt auch kurz vorher schon machen. Die Pfanne habe ich schon aufgestellt, dass die heiß wird. Von der anderen Seite machen wir das natürlich auch. Wenn man jetzt kein Steakpfeffer hat, kann man auch ganz alternativ ganz normales Salz und Pfeffer nehmen. Natürlich aus der Mühle, weil das ist am aromatischsten. So, unsere Pfanne ist jetzt richtig schön heiß. Jetzt geben wir da ein bisschen Öl hinein. Es kommt ganz darauf an, was man jetzt für eine Steakpfanne hat. Wir haben jetzt eine beschichtete, da brauchen wir nicht ganz so viel Öl. Wenn man jetzt eine hat aus Metall oder so, dann kann man ruhig ein bisschen mehr Öl nehmen. So, jetzt geben wir die Rumpsteaks dort hinein. Ich werde erst eins braten und die anderen nachher dazu geben, weil meine Frau isst ihr Steak am liebsten durch und darum muss das dann halt ein bisschen länger in der Pfanne sein. Weil wir jetzt so eine schöne Steakpfanne haben mit den Wellenmuster, werde ich das jetzt noch einmal so drehen, damit man dann hinterher ein kariertes Muster erhält. Nach etwa 2 bis 3 Minuten drehen wir das dann. Und lassen das jetzt nochmal kurz braten. Beim Drehen müssen wir darauf achten, dass wir jetzt keine Gabel verwenden, beziehungsweise dass wir nicht mit einer Gabel ins Fleisch stechen, weil so verliert es dann auch nochmal Fleischsaft und könnte trocken und zäh werden. So, jetzt habe ich das auch kurz angebraten. Jetzt kommen die anderen Steaks auch mit hinein. Drehen wir das noch einmal. Und jetzt drehen wir die Temperatur ein bisschen runter, damit das nicht zu dunkel wird. So, das Fleisch habe ich jetzt noch einmal gedreht und noch mal ganz kurz gebraten. Jetzt kommen die aus der Pfanne raus. Ich wasche die jetzt hier in Alufolie. Ich gebe da 1, 2 Zweige Thymian drauf. Dann wickele ich das ein. Und dann kommt das gleich so bei 110 Grad in den Backofen. Eins habe ich schon eingepackt. Das letzte Steak soll für mich werden. Darum gebe ich da noch bisschen Salz mit dazu und ein bisschen Boostersoße. Ebenfalls der Thymian. Man kann auch Rosmarin nehmen, aber Thymian haben wir jetzt da, darum nehme ich den.
ebenfalls eingewickelt. Und dann gleich ab damit in den Ofen. Und da bleiben sie dann 10 Minuten. So, für die Soße habe ich hier jetzt nochmal am Rand einen kleinen Metalltopf aufgestellt. Und die Pfanne habe ich nochmal richtig Temperatur gegeben. Jetzt gebe ich da noch ein bisschen Öl hinein. Und da tue ich jetzt den Zucker zu. Den lassen wir jetzt kurz karamellisieren. So, wenn der Zucker jetzt geschmolzen ist und schön karamellisiert ist, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, löschen wir das Ganze mit unserem Rotwein ab. So, einmal kurz aussprudeln lassen und dann geben wir das Ganze in einen Stieltopf, weil man die Soße in dieser schmalen Pfanne ja so schlecht rühren kann. Jetzt gebe ich da noch ein bisschen Thymian mit zu. Salz. Und ein bisschen Pfeffer. Jetzt lassen wir das schön einreduzieren. So, jetzt nehmen wir unseren Thymian wieder raus. So, jetzt können wir das entweder so dünn lassen und dann übers Rumpsteak geben. Dann wird das Ganze nicht, das Geschmack vom Steak nicht übertüncht. Oder man bindet das noch mit ein bisschen Stärke ab. Wie ihr eben vielleicht gehört habt, hat mein Ofen auch gepiept, das heißt die 10 Minuten sind jetzt um. Machen wir das Rumpsteak einmal auf. Jetzt müssen wir fühlen, wie der Garzustand ist. Wenn man hier fühlt, kann man sehen, wie weit das ist. Bei dieser Stellung, also den Ringfinger und den Daumen, haben wir es durch. Hier haben wir es Medium und da haben wir es Englisch. Da fühlen wir, dass es ein bisschen weiter als Englisch ist. Für mich okay. Für meine Frau auch das noch ein bisschen. Wahrscheinlich. Gucken wir auch einmal nach. Nein, das ist auch schon, fühlt sich auch schon gut an. So, den Fleischsaft, der sich jetzt hier in der Alufolie gesammelt hat, geben wir natürlich auch nochmal zu unserer Soße. Dann müssen wir das nur noch anrichten und dann guten Appetit.